Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich auch mal jemanden mit einem Songtext über WhatsApp pranke. Und ich muss sagen, dass ich erst nicht so sicher war, ob ich das machen will. Vor allem wusste ich irgendwie niemanden, den ich pranken könnte. Aber mir ist jetzt jemand eingefallen. Und zwar pranke ich heute eine Freundin mit dem Song Ain't Your Mama von Jennifer Lopez. Es ist irgendwie nicht so einfach gewesen, einen Song zu finden, der jetzt nicht so mit Liebe so zu tun hat. Weil, zumindest nicht so direkt. Weil ansonsten klingt das immer irgendwie so ein bisschen komisch und sie würde mir das gleich eh nie abkaufen. Und ja, wir werden sie jetzt mal anschreiben und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. Ich muss sie erstmal so ein bisschen drauf einstimmen. Müssen uns bald wiedersehen. Was schreibt sie denn so lange? Kennt ihr das, wenn bei Leuten immer so richtig lange steht, schreiben, dann kommt ein Wort? Also ich sitze bei meiner Mutter so. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. Ich feiere es jetzt schon. Ich finde es richtig lustig. Mal gucken, was sie jetzt dazu sagt. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Okay, ich glaube, sie ist schon ein bisschen verwirrt. Sie denkt sich so, hä? Warum sollte sie für mich kochen? Wieso sollte ich auch für sie kochen? Wer sagt was von Wäsche? Leute, die Arme, die ist bestimmt richtig verwirrt. Jetzt schon denkt sich so, warum ist sie so gemein? Was will sie von mir? Was laberst du? Wake up, arise and shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh yeah, yeah, yeah. Sie weiß gar nicht, wovon ich rede. Sie denkt, sie weiß überhaupt nicht, was ich meine. Oh. Hä, ich war doch sogar schon draußen. Oder was willst du von mir? No more playing video games. Oh yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Okay, Schluss mit dem Videospielen. Jetzt weht ein anderer Wind. Das wird sie, glaube ich, auch nicht verstehen. Ich hau jetzt mal direkt hinterher. Ich stehe mir auf Assi TV, keine Sorge. Ah, geil. Also an dem Punkt müsstest du jetzt eigentlich so denken, Moment mal. Das ist nämlich so der einzige Teil im Lied, wo es so ein bisschen... Klar wird es um Liebe geht, denn gleich kommt noch sowas wie, wann bist du eigentlich so bequem geworden? Ich habe was Besseres verdient und so. Und ja, das ist, ich finde es ganz lustig, aber sie checkt es gar nicht. Ich finde es so geil, ich stehe lieber auf Assi TV. Ich kann nicht warten, worauf soll ich denn warten? Ich kann ja nicht warten. Scheiße, das kommt mir bekannt vor. Wieso kommt ihr das bekannt vor? Nein, das konnte nicht bekannt vorkommen. Okay, ich mache jetzt einfach weiter und tu so, als würde ich das nicht gelesen haben. Ich frage mich, ob sie es jetzt wirklich checkt und oder ob sie jetzt aufgrund des neuen Textes, den ich geschrieben habe, vielleicht jetzt wieder so denkt, hä, was redet sie da? Weil ich weiß nicht, ob sie dieses, ich habe besseres verdient, hast Brustglück, diese Kurven dein eigen zu nennen, so richtig jetzt checkt. Hoffentlich nicht. Sie schreibt, oh mein Gott, ich hoffe nicht, dass sie das jetzt schon auflöst. Welche Kurven? Ah, das ist gut. Hör auf, mir auf die Nerven zu gehen. Jetzt wirkt es so, als wäre ich irgendwie sauer auf das, was sie geschrieben hat. Du verarschst mich doch schon wieder. Ich habe auch fast den ganzen Song geschafft. Kennst du Ain't Your Mama von... Kennst du Ain't Your Mama von Jennifer Lopez? Oh nein, die Arme. Sie fühlt sich immer verarscht. Oh nein. Ja, kam mir auch bekannt vor. Kenne aber den Text nicht so ganz. Arsch. Ah, sorry. Das war jetzt mein Prank. Ich würde sagen, der war relativ erfolgreich. Der Text weiß ich so super schlimm. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt hier niemanden irgendwie... oder stellen will, irgendwas Schlimmes gemacht zu haben und so. Ich hoffe, es war für euch ganz lustig. Mir hat es irgendwie echt Spaß gemacht. Vor allem, weil sie echt so dachte, so, hä? Was will sie von mir? Sie schreibt mir gerade noch, dass du so frech wirst, ey. Okay, das ist echt ganz lustig. Und schaut auf Instagram vorbei, da habe ich gerade eine Verlosung am Laufen. Also schaut da gerne vorbei, folgt mir und macht gerne mit. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!